Willkommen zu Leiner Bergland in Schlagzeilen. Eifelt. Anfang Juni konnten das Siebenbergerbad und die Sauna nach einer mehr als sechsmonatigen Zwangspause wegen Sanierungsarbeiten wieder öffnen. Im Saunabereich wurde die Zeit genutzt, diesen attraktiver zu gestalten. Da die Besucherzahlen der Sauna seit der Eröffnung Ostern 2011 alles andere als erfreulich waren, hatte der Sportausschuss des Eifelder Rates einer Investition zur Attraktivitätssteigerung zugestimmt. Mit Rat und Tat hat sich dabei der neue Leiter des Bades, Bernd Schröder, eingebracht. Die Gäste haben die Neuerungen positiv aufgenommen und die Freude über die jetzt auch durchgeführten regelmäßigen Aufgüsse ist groß. Lamm-Springe. Hoher Besuch im Kloster Lamm-Springe. Birgit Horné, Staatssekretärin für Europa und regionale Landesentwicklung, war auf Einladung von SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schoner angereist, um sich die Anlage im Beisein von Vertretern aus Politik und Verwaltung anzusehen. Im Anschluss an einen Rundgang durch das Kloster und die Kirche besprach der Kreis dann in interner Runde, welches Vermarktungspotenzial sich mit dem Ensemble gegebenenfalls noch realisieren lässt. Wittenburg. Am Dienstag gegen 9 Uhr geriet in der Gemarkung Sorsum kurz vor dem Ortseingang Wittenburg auf einem Feld des Holzweges aus bislang ungeklärter Ursache ein gehäckselter Strohhaufen in Brand. Vor Ort wurde der Brandherd durch die freiwilligen Feuerwehren aus Sorsum-Wittenburg, Wülfing und Elze mit 29 eingesetzten Feuerwehrkräften bekämpft. Zeugen, die zum angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068 93030 oder der Polizei in Hildesheim unter der Nummer 05121 9390 in Verbindung zu setzen. Marienhagen. Mit Sachlichkeit, Ausdauer und Beharrlichkeit kommt die Initiative Pro Ortsumgehung Marienhagen B240 ihrem Ziel immer näher. Am Sonntag feierte der Verein sein 10-jähriges Bestehen. Vorsitzender Gerhard Knoke sagte zur Begrüßung: Wir feiern, weil wir 10 Jahre lang durchgehalten haben. Ich hoffe, wir feiern nicht noch die 20 Jahre, so der Vorsitzende. Doch danach sieht es nach dem jetzigen Stand der Dinge, den Uta Weiner-Kohl von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Hameln mitteilte, eher nicht aus. Denn die Ortsumgehung Marienhagen, Wensen Nord, befindet sich derzeit in der Genehmigungsplanung. Als nächsten Schritt muss die Landesbehörde einen unanfechtbaren Planfeststellungsbeschluss erteilen. Daraufhin wird vom Bund die Freigabe der Maßnahme und die entsprechenden Mittel erteilt. Erst dann kann es mit detaillierten Bauplanungen weitergehen. Eine Angabe, wie lange es dafür brauchen wird, konnte Weiner-Kohl derzeit noch nicht nennen. Eime. Da werden Kindheitserinnerungen wach. Dieser Satz war am Sonnabend gerade von betagteren Besuchern des Traktorentreffens am Rande der Vorführungen mehrfach zu hören. Die Verantwortlichen des Heimat- und Kulturvereins hatten keinen Aufwand gescheut, um zu verdeutlichen, wie mühsam und beschwerlich die Plackerei auf den Feldern noch zu Großmutters Zeiten war. Landwirt Wilfried Wente aus Elze moderierte dabei mit viel Sachverstand die Pflugvorführungen. Wir kommen zur Kultur im Leinebergland. Duingen. Am Samstag, dem 3. September, ist es wieder soweit. Das jährliche Weinfest in Duingen steht an. In bewährter Art und Weise gibt es in gemütlicher Runde am Mittelbrunnen Wein und Bier sowie verschiedene kleine Leckereien. Musikalisch wird der Abend von den Liedersachsen gestaltet, die mit handgemachter akustischer Musik und dreistimmigem Gesang überzeugen wollen. Nordstemmen. Stefan van de Sande gastiert am 16. September um 19.30 Uhr im Kunsthaus Nordstemmen. Er wird als warmherzige, spirituelle Person mit einer großen Leidenschaft für die Musik beschrieben, der zudem mit seinem filigranen Gitarrenspiel überzeugt. Infos und Karten gibt es beim Kunsthaus Nordstemmen. Und zum Schluss der Sport im Leinebergland. Duingen. In diesem Jahr nahmen rund 60 Sportler am Duinger Berglauf teil. Der Lauf hat es mit 300 Höhenmetern in sich und die Läufer wurden gleich zu Beginn gefordert, als sie vom Startpunkt am Pottlandstadion den Duinger Berg hochlaufen mussten. Bei hervorragenden Laufbedingungen konnten zahlreiche Läufer, groß oder klein, an ihr persönliches Limit gehen und die Herausforderung Duinger Berg meistern. Bei dieser Gelegenheit wurde übrigens das Duinger Sportstadion gleich noch in Pottlandstadion umbenannt. Wir bleiben in Duingen. Für 9 Schwimmer der Leistungsgruppe des DSC und deren Trainer ging es in der letzten Ferienwoche ins 6-tägige Trainingslager in die Jugendherberge Verden an der Aller. Im Schwimmbad Verwell wurden 10 zweistündige Trainingseinheiten absolviert. Insgesamt legten die jungen Athleten über 26 Kilometer im Wasser zurück. Darüber hinaus wurden bei den 3 ausgiebigen Fahrradtouren über 130 Kilometer Fahrrad gefahren. Eine Wiederholung im Jahr 2017 ist bereits geplant. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.